Schade, wenn dann am Ende des Vortrags. Gesagt, man noch reden, ja? Ups. Okay. Gehen wir inshallah zu der nächsten Sünde, zu der nächsten großen Sünde. Und zwar die 39. große Sünde im Buch. Die nächste große Sünde im Buch ist die Sünde Al-La'an. Ja, Al-La'an. Und zwar Al-La'an ist derjenige, der flucht. Ja, der Flucher quasi. Ja, das Fluchen. Das Fluchen. Das ist eine große Sünde im Islam. Ja. Eine große Sünde, andere Menschen einfach so zu verfluchen, ist eine große Sünde. Und dann bringt er hier die Beweise. Und zwar bringt er Hadithe vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir nehmen inshallah vielleicht noch viele Hadithe, vielleicht so 7, 8 Stück, die er bringt. Nehmen wir mal 2, 3 kurze Hadithe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im authentischen Hadith in Bukhari und Muslim überliefert: "Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: La'nul mu'mini ka-qatlihi, muttafaqun alayh." Einen Gläubigen zu verfluchen, ist so, als würde man ihn töten. Ja? Einen Gläubigen zu verfluchen, ist so, wie ihn zu töten. Ja? Das heißt, es ist eine große Sünde. Definitiv eine große Sünde. Im nächsten Hadith, wa qala sallallahu alaihi wa sallam, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Einen Muslim zu beleidigen, ist Sünde. Ja? Einen Muslim zu beleidigen, ist Fusuch. Fusuch ist, kann man eine Sünde oder ist Frevel. Wa qitaluhu kufr. Und ihn zu töten, ist Unglaube. Hadith ist auch authentisch überliefert bei Bukhari und Muslim. Ja? Hier wird auch die Schwere der Sünde gezeigt, andere Gläubige oder Muslime zu beleidigen oder zu verfluchen oder zu töten bzw. ja, zu schlagen. Und man muss es aber richtig verstehen, liebe Geschwister. Wenn solche Sachen stehen, dann bedeutet das nicht, ja, wenn hier zum Beispiel steht, einen Gläubigen zu verfluchen oder einen Muslim zu beleidigen, ist Sünde. Es bedeutet nicht, dass es nicht Sünde ist, andere Nicht-Muslime zu verfluchen oder zu beleidigen. Ja, und es ist auch eine Sünde, wenn man sauer ist. Ja, wenn man wütend ist, ist es trotzdem eine Sünde. Ja, es ist trotzdem Sünde. Man darf nicht beleidigen. Und man darf nicht verfluchen. Ja, und verfluchen ist je nachdem, aber meistens schlimmer als beleidigen. Ja, je nachdem, wie man beleidigt und was man beleidigt. Also, welche Wörter man benutzt. Und dann gehen wir inshallah zum nächsten Hadith. Wa qala alayhi salatu wassalam: La ta'awanu bila'anati la tala'anu bila'anati Allah wa la bighadab Allah wa la bin nar. Sahahu at-Tirmidhi. Ja. Es gibt Momente, natürlich gibt es Momente, wo ein Mensch wütend ist. Ja? Doch man darf wütend sein, natürlich darf man wütend sein. Ja, und das ist ja normal und Allah sagt im Koran auch, derjenige dass man, wenn man zum Beispiel wütend ist, wenn dann jemand zum Beispiel wütend wird und seine Stimme erhebt quasi, ja, und seine Stimme erhebt, weil ihm Unrecht ge passiert ist, weil einem Unrecht getan wird, darf man, ja, darf man antworten oder seine Stimme erheben, etc. Ja, aber das hat Grenzen, ja. Das darf dich nicht dazu bringen, dass du verfluchst und beleidigst und die Eltern beleidigst, etc. Ja? Ja, auch wenn man, genau das meinte ich, ja, wenn man auch wenn man wütend ist, sauer ist, das darf, dann ist es nicht so, dass dann in dem Augenblick, dass es dann nicht mehr verboten ist. Ja? Es ist immer noch verboten, dann zu verfluchen und zu beleidigen. Ja, man kann diskutieren, man kann sprechen, man kann auch, ja, wenn dir Unrecht getan wird oder wie auch immer, du kannst auch laut werden, quasi. Aber, barakallahu fikum, man darf nicht beleidigen und verfluchen. Und dann brachte er noch andere Hadithe.
Zum Beispiel ein schöner Hadith auch, wo der Prophet Muhammad sagte. Er sagte: "Laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahishi wala al-badhi." Hassanahu al-Tirmidhi und Imam Ahmed rahmatullahi alayhi ala al-jami'. Der Prophet Muhammad sagt in diesem Hadith: "Laysa al-mu'minu bit-ta'an." Der Muslim, der Gläubige, ist nicht einer, der beleidigt und der flucht, und er ist keiner, der verflucht, und er ist nicht einer, der schändliche Wörter benutzt. Der Gläubige ist nicht derjenige, der Wörter benutzt, die unterhalb der Gürtellinie sind. Ja, alles, was unter der Gürtellinie ist, das gehört nicht zu einem Gläubigen, dass er solche Wörter in den Mund nimmt. Ja? Und ganz ehrlich, ich höre öfters, wenn ich mit Brüdern bin oder ja, wenn ich höre, wie Brüder miteinander reden, oder höre ich oft, dass viele Geschwister Wörter in den Mund nehmen, die nimmt ein Muslim nicht in den Mund. Ja? Oder die darf ein Muslim nicht in den Mund nehmen. Egal, alles, was unter der Gürtellinie ist. Egal, ob der wütend ist oder nicht. Ein Muslim benutzt diese Wörter nicht. Schaut, der Prophet Muhammad sagte, ein Gläubiger ist nicht derjenige, der beleidigt, ist nicht einer, der flucht, ist nicht einer, der schändliche, ja, der Wörter benutzt, die unterhalb der Gürtellinie sind, benutzt. Walal-Badi. Al-Badi ist einer, der ekelhaft wird. Der ekelhaft wird mit den Worten, die er benutzt. Ja, dass du zum Beispiel... Du bist im Streit und dann fängst du an, zum Beispiel deine Ehefrau oder eine Muslima oder eine Frau im Allgemeinen zu beleidigen mit Wörtern, die absolut No-Go sind. Ja? Oder dass du beleidigst zum Beispiel von einer anderen Person oder von einem Bruder oder was auch immer, die Eltern, die Mutter einer anderen Person, ja? Du Sohn einer so und so etc. Absolut No-Go im Islam. Absolut, das darf ein, und das ist eine große Ungerechtigkeit, wenn das derjenige macht. Und der hat das jetzt vielleicht hier nicht. Einen Augenblick, ich schau mal. Er hat das hier nicht gebracht, aber es gibt Hadithe, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte und warnte, dass jemand seine eigenen Eltern beleidigt oder verflucht. Ja? Dann haben die Sahaba radiallahu anhum gesagt: O Gesandter Allahs, gibt es etwa einen Menschen, der seine eigenen, gibt es sowas? Ja? Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, wallahi, wir leben heute in einer Zeit, wo es unter uns Menschen gibt, die sich gläubige Muslime nennen, die ihre eigenen Eltern beleidigen oder verfluchen. Wallahi, das gibt es. Ja? Die Sahaba radiallahu anhum, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sagten: O Gesandter Allahs, gibt es etwa einen Menschen, der seine eigenen Eltern verflucht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat das bejaht, aber nicht auf diese Art und Weise, dass es wirklich solche Menschen gab oder gibt, ja, die zu ihren Eltern, ihre eigenen Eltern beleidigen. Ja? Aber er sagte, was? Er sagte, ja. Und dann hat er ein Gleichnis gebracht. Und er sagte, ja, und zwar, wenn einer die Eltern eines anderen beleidigt oder verflucht und der wiederum als Gegenbeleidigung quasi die Eltern, seine eigenen Eltern dann verflucht oder beleidigt und er war am Ende des Tages, war er ja schuld, ja. Quasi, ich würde jetzt die Eltern einer anderen Person beleidigen, ja, und sagen, deine Eltern sind so und so, oder du Sohn einer, ja, Prostituierten beispielsweise. Und dann würde er, weil ich das gesagt habe, würde er jetzt meine Eltern beleidigen oder meine Mutter beleidigen. Das zählt so, als hätte ich meine Eltern beleidigt. Ja, subhanallah. Okay, und dann... وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء
فتغلق أبواب السماء دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا بذلك وإلا رجعت إلى قائلها رواه أبو داود وأحمد. In diesem Hadith, liebe Geschwister, sagt der Prophet Muhammad sallam, wenn jemand einen anderen Menschen verflucht, wenn jemand einen anderen Menschen verflucht, dann geht dieser Fluch, er geht in den Himmel. Dieses Wort, ja, صعدت اللعنة إلى السماء. Sein Fluch geht in den Himmel hoch. Aber die Tore des Himmels werden nicht geöffnet. Ja? Die Tore des Himmels werden nicht geöffnet. Dann geht dieser Fluch nach rechts und nach links. Und er findet aber keinen, ja, keinen Weg. Dann geht dieser Fluch wieder runter. Er geht wohin? Er geht zu dem, den du verflucht hast. Wenn er es verdient hat, ja, er ist jemand, der wirklich verflucht ist, so kommt es auf ihn. Ja, so trifft ihn dieser Fluch. Aber wenn das ein auf unrechte Art und Weise war, du hast jemanden verflucht, aber der hat das gar nicht verflucht, er ist gar nicht verflucht, ja, dann sagt der Prophet Muhammad sallam, dann geht es zurück, wenn er nicht die passende Person ist dazu, wenn er es nicht, ja, nicht verdient hat, dann geht der Fluch zurück zu dem, der ihn ausgesprochen hat. Ja? Wenn du zu jemandem sagst, du bist verflucht oder la'natullahi alaik oder la'natullahi ala fulan, dann, und es passt nicht auf ihn, ja, er ist nicht verflucht, dann geht es zurück wieder zu dir und dann bist du verflucht quasi. Dann hast du dich selbst verflucht. Ja, subhanallah. Okay, dann gibt es noch zwei andere Hadithe, aber ich denke, inshallah, es ist genügend. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon gesprochen habe und ich bin ehrlich gesagt richtig, richtig K.O. Ich bin schon auch seit Fajr wach und war 10 Stunden ungefähr unterwegs auf einer Reise. Und ich habe noch nicht gegessen. Aber machen wir noch vielleicht.